Der Car-Countdown läuft und die wichtigste Kunststoffmesse der Welt in Düsseldorf nähert sich mit großen Schritten. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die innovativsten Unternehmen im Maschinenbau, im Anlagenbau, im deutschsprachigen Raum zu besuchen. Und wir sind heute zu Gast in Bonn bei der Firma Kautex Maschinenbau. Die Gründung von Kautex geht auf das Jahr 1935 zurück. Die Firma hat ihren Stammsitz in Bonn und zusätzlich verfügt Kautex über Standorte in China, den USA, Russland, Italien und Indien. Geleitet wird das Unternehmen von den Geschäftsführern Dr. Olaf Weiland und Andreas Lichtenauer. Mehr als 550 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 110 Millionen Euro mit der Entwicklung und Herstellung von Extrusionsblasformmaschinen. Die werden verkauft an Kunden in der Konsum- und Industrieverpackungsbranche, ebenso wie in der Automobilindustrie und diversen Spezialanwendungen. Auf der K werden wir Kautex Maschinenbau in Halle 14 treffen. Bei unserem Besuch in Bonn begrüßte mich der Vorsitzende der Geschäftsführung Dr. Olaf Weiland und erzählte mir, welche strategischen Ziele er verfolgt. Industrie 4.0 gehört auf jeden Fall dazu. Wir treiben weiter die Umstellung von hydraulischen Antrieben auf servoelektrische Antriebe, um die Effizienz der Systeme zu verbessern. Wir treiben weiter die Integration der Prozesstechnik. Wir lassen in der Blasmaschine Prozesse ablaufen, die früher in Nachbearbeitungslinien durchgeführt wurden. Und wir nutzen Simulationswerkzeuge zunehmend, nicht nur in der Entwicklung, das tun wir schon seit einigen Jahren, sondern inzwischen auch in der Ausbildung unseres eigenen Personals und des Personals des Kunden. Das heißt, auch da kommt die virtuelle Welt mit dem Maschinenbau zusammen, oder? Wir hatten vor einigen Jahren die Idee, Inbetriebnahmezeiten zu reduzieren, indem wir, bevor die Maschine einschaltbereit ist, die Software schon mit Hilfe eines Simulators testen. Das würde ich mir ganz gerne mal anschauen, wie das bei Ihnen hinter den Kulissen ausschaut. Gerne. In diesem Bereich machen wir die Endmontage der vollelektrischen Maschinen. Das sind nicht gleiche Maschinen, sondern Maschinen in unterschiedlichen Größen für verschiedene Kunden. Allerdings alle dadurch gekennzeichnet, dass sie vollkommen ohne hydraulische Antriebe auskommen. Sehr kompakte Maschinen. Sehr leise und saubere Maschinen und gleichzeitig sehr energieeffiziente Maschinen, die auch im Markt sehr gut ankommen. Kautex Maschinenbau ist ein Unternehmen, das man natürlich mit der Automobilindustrie in Verbindung bringt. Das ist ein ganz starker Zielmarkt für Sie. Ja, aber auch das Thema der Verpackungsmaschinen wird immer wichtiger, oder? Das stimmt. Wir haben in den letzten 10 Jahren zunehmend in Entwicklungen im Verpackungsbereich investiert. Nicht zuletzt deswegen, weil der Verpackungsmarkt ein weltweit wachsender Markt ist und deswegen für uns sehr attraktiv. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele von den Lernschritten, die wir in anderen Anwendungen, gerade auch im Automobilsegment, das Sie angesprochen haben, gegangen sind, zum Beispiel Koextrusionstechnologie oder höhergradige Automation, im Verpackungsbereich ebenfalls nachgefragt werden. Auch zum Beispiel Rückverfolgbarkeit oder automatisierte Qualitätskontrolle setzen wir im Verpackungsbereich ein, so wie zuvor in anderen Segmenten. Hier sind wir jetzt angekommen an einer fast fertigen Maschine. Hinter uns sieht man die Bedieneinheit. Das heißt, die Schnittstelle zwischen der Maschine und dem Mensch, der sie später bedienen wird. Das Thema Industrie 4.0 hat das auch unter anderem zum Thema, nämlich die Machbarkeit, dass man die komplexen Maschinen überhaupt noch in den Griff bekommen kann. Da setzen wir zunehmend Simulationstechnik ein. Simulationstechnik, die wir im Haus entwickelt haben, natürlich mit den modernsten zur Verfügung stehenden Tools. Und das sollten Sie sich mal ansehen. Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Herr Dr. Weiland, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und wir sehen uns spätestens in Düsseldorf auf Ihrem Messestand der Kerbe. Ganz bestimmt, ganz Vielen bestimmt. Dank. Hallo. Da drüben, hallo. Hallo, Mascha. Das Thema Industrie 4.0. Viele fragen sich natürlich, wie sieht das in der Praxis aus? Bei Ihnen hier kann man das ganz genau sehen, denn Sie trainieren das Tag für Tag. Was genau machen Sie hier? Ja, wir haben ja gerade eine Gruppe von neuen Maschinenbedienern. Und natürlich ist das Risiko bei der Einführung von Maschinenbedienung am realen Objekt einfach viel zu hoch. Deswegen haben wir eine Maschinensimulation hier laufen, die die reale Maschine simuliert und an dem realen Steuerungsprogramm und an der realen Steuerungshardware angeschlossen ist. Somit haben die Nutzer
Nutzergruppen eine optimale Benutzer-Experience. Aber es ist trotzdem genauso real und realistisch. Das heißt, was die hier gelernt haben, ihre Kunden, das können sie eins zu eins übersetzen hinterher im harten Alltag, oder? Exakt, exakt. Das machen sie schon seit vielen Jahren, oder? Richtig. Wir hatten ein Kooperationsprojekt mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der Dr. Reinhold-Hagen-Stiftung. Und während dieses Projektes haben wir diesen Simulator entwickelt. Das Spannende an der Sache ist, sie werden dieses Thema, also virtuelle Maschine und Industrie 4.0, mit auf die K nach Düsseldorf bringen. Und wie dann ihr Messestand mit diesem Thema aussehen wird, das schaue ich mir jetzt mal im Marketing an. Und schon sind wir auch im Bereich Kommunikation und Marketing. Und es geht ja, wie wir hier sehen können, um das Thema K 2016. Und man sieht hier hängen jetzt schon ein halbes Jahr vor der Messe die Planungen. Sie sind traditionell wieder in der Halle 14 anzutreffen. Halle 14, das hat für uns schon Tradition. Wieder auch wie im letzten Jahr, wie wir sehen können, mit zwei Ständen, die wir dann in einem optischen Konzept zusammenlegen. Das sehen wir hier vorne. Wir haben also eine Art rundes Forum, wo dann der Fokus direkt auf der Maschine liegt. Was ich auch toll finde, Sie bringen Messebesucher, die das möchten, von Düsseldorf hier nach Bonn, das ist nicht so weit entfernt, in einem Shuttle-Service. Das heißt, man darf sich nicht nur das anschauen, was Sie ausstellen, sondern man kann sogar Ihr Werk besichtigen. Ja, und vor allem die Maschinen sehen. Und das ist ja besonders interessant auch für die Gäste, die uns am Messestand besuchen, dass, wenn sie zum Beispiel nicht aus dem Verpackungssegment kommen und andere Maschinen sehen wollen, sie sich in den Shuttlebus setzen und wir sie zu unserem Werk nach Bonn fahren. Sensationell. Wir werden uns in Düsseldorf treffen. Ich werde mich in den Shuttlebus setzen und werde das ausprobieren. Herr Kirchbaumer, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke auch. Das war mein Tag bei Kautex Maschinenbau in Bonn. Viel zu wenig Zeit, um das Unternehmen intensiv kennenzulernen. Aber es hat ausgereicht, um zu wissen, dass ein Besuch auf dem Messestand der K im Herbst auf jeden Fall lohnt. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns dort wieder. Musik